Wir sind jetzt bereit für die nächste Phase. Es ist die Geschichte von Caesar, dem ersten Affen, der sich auflehnte und begann, eine Revolution zu führen. Wir sehen zum ersten Mal die Welt durch seine Augen. Im Film geht es darum, was passiert, wenn man mit der Wissenschaft spielt. Also ich möchte, dass Sie eine Testreihe des verbesserten 1-12-Band starten. Und zwar sofort. Sie kriegen alles, was Sie brauchen. Der Film beginnt mit Dr. Will Rodman, gespielt von James Franco. Durch unser Medikament kann sich das Gehirn selbst regenerieren. Nennen wir es das Heilmittel gegen Alzheimer. Ein junger Wissenschaftler, der eigentlich versucht, Großes zu vollbringen, was jedoch eine ungewollte Konsequenz hat. Will Rodman findet einen Schimpansen namens Caesar, der das Medikament von seiner Mutter genetisch vererbt bekommen hat. Also beschließt er, ihn mit nach Hause zu nehmen. Zu Hause. Körperlich ist Caesar ein normaler Schimpanse, aber durch das Medikament hat er ein unglaublich weit entwickeltes Gehirn. Sie haben Caesar hier ein sehr schönes Zuhause bereitet. Caesar wird schon bald ein großes und kräftiges Tier werden. Innerhalb weniger Jahre wächst Caesar zu einem Individuum in der Welt der Menschen heran. Ihm ist es aber nicht gestattet, nach draußen zu gehen. Also beobachtet er alles durch dieses eine Fenster. Er wird Zeuge eines brutalen Übergriffes auf Wills Vater und stürmt deshalb aus dem Haus. Daddy! Dann wird er in ein Tierheim gebracht. Er hat noch nie Zeit mit anderen Schimpansen verbracht. Zu Anfang ist er vermutlich ein bisschen schreckhaft, aber wir integrieren ihn schon. Du musst mir vertrauen. Ich hol dich hier raus. Jetzt wird ihm klar, dass seine Welt auf den Kopf gestellt ist. Dämlicher Affe! Und eigentlich ist er ein totaler Außenseiter. Also dreht sich alles um sein Erwachsenwerden in dieser Umgebung. Wir sehen, wie er am liebsten seine Menschlichkeit verlieren will, um wieder ein Affe zu werden. Doch wegen des vererbten Medikaments besitzt er eine Intelligenz, die er beginnt wahrzunehmen. Er benutzt sie, um die Affen anzustacheln und eine Revolte anzuzetteln. Was habe ich getan? Es ist die Geschichte einer Revolution, die aus der Evolution entsteht und dadurch noch gefährlicher ist, weil der Schimpanse deutlich mitbekommt, was ihm und seiner Spezies angetan wird. Dies führt dazu, was als nächstes passiert. Caesar!